Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the Bee Team. Wieder mit dem Martin. Der ist noch auf der Erde und wir sind noch auf dem Mars. Und wir haben ja noch unseren letzten... Nee, du bist noch auf der Erde. Wir sind ja auf dem Mond. Er lebt auf dem Mond, ja. Und wir haben uns jetzt im Kreativ wieder das gegeben, was ich mitgenommen habe. Weil ich bin ja... verunglückt. ich habe allerdings keine, jetzt sehe ich gerade, was ich vergessen habe. Ich habe keine Waffe und ich habe nichts zum Abbauen dabei. Also keine Spitzhacke, keine, ja, egal. So, pass auf, jetzt haben wir das ganze Zeug da rein und ich fange jetzt gleich mal an, hier aufzubauen. Genau, wir haben uns auch zusätzlich mal noch Füllloader gegeben, weil wir nicht wussten, dass man mit dem Füll gar nicht auch zurückkommt. Dann habe ich hier die Rakete wieder, das Launchpad, was ja auch kaputt gegangen ist und halt das Zeug, was ich so dabei hatte. Also, nur das Zeug, was ich auch mitgenommen habe, haben wir wieder... Achso, das ist ein Meteorit da hinten. Ich würde sagen, wir bauen uns hier drüben hin, oder? Wie groß müssen wir uns denn bauen? Weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Pass auf. Weil wenn, dann würde ich sagen, machen wir hier so unseren Werkraum hin. Weil ich weiß halt nicht... Das werden wir gleich sehen, wie weit wir das brauchen. So, so. Dann braucht der jetzt hier Strom. Strom. Kohle brauchen wir. Kohle. Scheiße, ich hab mal... Ah, verdammt, Alter. Was denn? Ja, mein Schraubenschlüssel ist natürlich auch kaputt. So, dann haben wir das einmal. Ja, aber das ist bescheuert. Baue ich den hier nochmal ab. Oh, abgebaut. Hey! Ich habe jetzt gedacht, er fliegt weg. Hä? Wo ist meine Kabel? Ich sehe die Erde. Sehen wir dann Martin? Nein, das glaube ich eher nicht. Nee, das ist ein bisschen eigentlich weit weg. Die Sonne. Da fliegt soll ich mir mal rausstellen und winken? Lol. Geht's ja. So, okay. Kohle reinbauen. Ich packe hier mal Kohle rein, ja. So, jetzt brauchen wir einen Oxygen Collector. Den bauen wir uns am besten. Ja, nicht ganz so weit. Boah, nicht so hoch, Alter. Den bauen wir uns hier oben hin. Dann brauchen wir jetzt Strom. Aber Strom war immer. Genau, das Grüne. Alter, wie das Zeug immer wegfliegt, wenn du irgendwas abbaust. Das ist ja voll Gras. So, warte mal. Der ist hier. Okay, also er generiert jetzt schon mal Strom. Ja, besser ist das. Nein! Hast du noch Kabel? Ja, in meiner Raumkapsel. Warte, hol ich gleich mal. Kommst du eigentlich rein? Kannst du reingucken? Ja, ja. So. Um irgendwas zu essen. Ich nehme mal noch so ein bisschen Fleisch daraus, ja. So, okay, die Dinge habe ich auch schon. Ja. Boah. Ey, tu mir mal bitte gefallen. Setz mal bitte das scheiß Hühnchen ab. Das Hühnchen. Du hast einen Huhn auf dem Kopf. Das schaut total affig aus. Ah, Chicken. Und so. Wird's hier oben eigentlich auch dunkel? Nee. Ja, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, uns Ding zu geben. Wie heißt's? Bone Meal. Halt auf dem Mond. Auf dem Mond wird's nicht dunkel. Ich habe eiskalt vergessen, uns Bone Meal zu geben. Geh weg. Geh weg! So. So, so, so. Halt. So, jetzt muss hier die Oxygen Pipe ran. Und die muss zu dem da. Denke ich, oder? Ja. Ja. Ja, schaut das mal etwas unprofessionell aus, aber das kann man ja dann jederzeit nochmal überarbeiten. Egal, es muss erstmal funktionieren. Ja, ich baue es gerade zum ersten Mal, also ich... Das ist ja cool. Was? Wenn du Zeug nicht brauchst, ne? Hä? Hier diesen Mondstein, ne? Also, ja, den baust du einfach ab. Ne? Und wenn du es nicht brauchst, geht's einfach so. Zu.
Ja, in die Erdumlaufbahn geschmissen. Ah, der kommt aber wieder runter, pass auf. Da schau, jetzt kommt er wieder. Was? Der andere ist weg. Der andere ist weggeflogen, komplett. Oh, lol. Oh, in die Erdumlauf geworfen und mir auf den Kopf. Ja, genau, oh. Martin auf den Kopf geschmissen. Generiert er schon Strom? Ja, ja, Strom generiert er schon. 10 Kilowatt. Ja, das sagt hier nicht genug Sauerstoff. Ja, sagt er mir auch. Ja, bloß wir müssen langsam mal was machen, weil sonst gehen wir nämlich gleich drauf. No, not enough leaf blocks. Weil ich hab nämlich bloß noch 1000 Einheiten in der Flasche, ne? Oh, jetzt. Er hat gerade ein Oxygen generiert. Also wir brauchen einfach noch mehr Laub drumherum. Oh Gott. Ein Sauerstoff, wir brauchen. Wir brauchen pro Person brauchen wir 4 Sauerstoff pro Sekunde. Was? Ja. Das geht gleich so in die Hose, echt. Ja, das, wie gesagt, das Problem ist halt, dass ich jetzt kein Bone Meal mehr habe. Okay, jetzt ist er aktiv. Er collectet jetzt 20 die Sekunde. Boah, das wäre nicht schlecht, das wäre echt nicht schlecht. Aber hier kommt irgendwie nichts an. Ja. Also da stehen tut er collectet 20 die Sekunde. Muss es erst durch den Kompressor durch? Durch den Oxygen-Kompressor? Wir werden eh nicht verrückt. Ich weiß. Mama, ich habe hier noch einen Kompressor, den können wir immer noch dazwischen hauen. Oh ja, hier. Oxygen Storage. Sollen wir da eigentlich unsere Flaschen reinpacken oder was? Oder in den Kompressor, ja, kannst du unten deine Flaschen reinpacken. Gut, weil meine ist nämlich gleich leer. Oh, jetzt gibt er aber richtig Gas, Alter. Jetzt ist er voll. Der Kompressor ist voll. Der ist auch 4 Oxygen hier. Ach, weil ein Baum gewachsen ist. Jetzt collectet er gerade 100 die Sekunde. Deswegen, weil hier ist ein Baum gewachsen. Yeah. Auf dem Mond. Ja, deswegen muss man ja Erde mitnehmen. So. So. Er collectet auf jeden Fall jetzt 100 pro Sekunde. Aber nehmen wir dich jetzt mal hier weg. Komm raus, du Sapling. So. Ja, das ist ein bisschen... Ja, aber wie willst du halt sonst Sauerstoff generieren, ne? Das ist ganz normal. Ja, falsch. Da kannst du auf jeden Fall jetzt schon... Füllt jetzt die Kackflasche auf. Wir müssen auf jeden Fall auch schauen, dass jetzt immer genug Strom generiert wird. Ja, Gott. So. Not enough power, Junge. Hol Kohle und hau Kohle rein. Da ist Kohle drin. Er generiert auch 10 Kilowatt. Aber das Problem ist, dadurch, dass du jetzt gerade deine Flaschen hier füllst, kriegt er dann nicht genug Power. Ja, und die scheiß Kiste hier braucht aber einen gültigen Sauerstofftank. Wir müssen hier immer unsere Flaschen auffüllen. Okay, ich habe jetzt gerade 2000. Problem ist halt... Ach, das... Ach nee, das ist schon ein Bubble Disruptor, das passt schon. Okay, der braucht 160 die Sekunde. Also müssen wir hier noch für noch mehr sorgen. Der braucht 160 die Sekunde. Der generiert jetzt gerade 100 die Sekunde. Hat jetzt aber auch wieder not enough power. Wir müssen diesen Kompressor erstmal abschließen. Wir müssen das Scheiße. Was? Wir brauchen unseren Sauerstoff hier. Ja, schon. Wir brauchen aber hier auch
Jungs, ich hab Borno gefunden. Aber was? Borno. Wahrscheinlich unter so einer komischen Statue, ne? Hm. Ja, genau. Ja, das ist normal irgendwie. Wir brauchen noch mehr Bäume, Alter. Ja. So, und das schleunigst doch alles. Oh, interessant. Alles findet. Ich finde euren Friedhof richtig cool. Ja. Das ey, cool, dass cool. Du Sauerstoff. Jawohl. Oh, los, Alter, blas dich auf. So, und so groß, wie sich das Teil jetzt aufbläst, so groß können wir unsere erste Kuppel bauen. Kurz so. Auf K. Können wir jetzt eigentlich hier drin atmen? Ja, denke ich. Oh, die wird vielleicht ganz schön groß, Alter. Er braucht immer noch Sauerstoff und Dings hier. Auf jeden Fall hat er jetzt genug Sauerstoff rübergeliefert, so wie es ausschaut. So, Kohle habe ich auch. Kohle ist definitiv genug drin. Also ich glaube so groß werden wir jetzt erstmal die Basis aufbauen können. Denn ich hätte meinen ganzen Stein verklimpert, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, pass auf, ich versuche jetzt mal hier die Maske abzunehmen. Nein. Kannst du drin noch nicht atmen. Ja, weil es nicht dicht ist. So. Auf jeden Fall hat jetzt hier schon mal ein bisschen Oxygen drin. Ist zwar noch nicht die Welt, aber zumindest schon mal ein bisschen was. Es wäre natürlich ganz praktisch, wenn jetzt hier die restlichen Bäume auch mal noch wachsen würden, weil dann würde er nämlich definitiv genug produzieren. Nachteil ist halt bloß wirklich, dass ich kein Ding mitgenommen habe, dass ich jetzt keinen Boden mehr habe. Weil normalerweise machst du dir die Bäume gleich groß und dann hast du gleich genug Sauerstoff. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Blase. Das ist schon wichtig. Ja, wir machen das ganze Glas kaputt. Wie willst du es sonst wegkriegen? So. Gut. Dann klatsche ich mir jetzt mal hier. So. Wir müssen jetzt bloß halt echt schnell machen, ne? Weil sonst... So. So. Wie schaut's aus? Was? Ja, unser Blas hat sich generiert. Ja. Okay. So, ich habe ja hier alles drin, ja. Okay. Benny, du kannst ruhig noch größer bauen. Was? Bin doch hier schon an den Ecken. Ach so, ja, gut, okay, ja. Passt. So, ich werde jetzt aber was anderes machen. Ich fliege wieder zurück. Ich hol Materialien. Okay? Ja, und wenn mir dann der Sauerstoff ausgeht, ich habe nicht mehr viel in der Flasche. Da ist doch... Warte mal. 1800 habe ich jetzt noch. Warte mal, ich steig nochmal kurz aus. Ja, aber hier ist Sauerstoff drin, oder nicht? Oh, der hat ja noch 1200 drinne. Ich kann dir eventuell noch, warte mal. Ich habe ja noch 1200 drinne. Ich fülle hier noch mal schnell auf.
Ich habe kein Stein mehr. Ja, genau deswegen will ich ja... Oh, Achtung, die Blase wird kleiner. Jo, super. Und das nur, weil ich diesen... Oh, da der Mond. Nur, weil ich dieses scheiß Ding hier auffülle. Oben kämpfen gerade zwei Idioten ums Überleben. Ja, aber volle Kanne, Alter. Während ich unten auf der Erde stehe und ganz viel Luft zum Atmen habe. Schwein. Ist das schön. Pust euch mal was hoch. Oder ich baue hier unten einen gigantischen Ventilator und puste euch mal Luft an. Luft auf den Mond. Not enough Oxygen. Dinger hatte genug drin. Pass auf, hier Benny. Hier hast du noch eine Ersatzflasche. Die ist jetzt etwas über halb voll. Gut. Asche. Achso. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens auf der Erde ordentlich lande, Alter. Ja, nicht, dass du im Haus einschlägst oder so. So. Ich starte, ich flieg wieder zurück. Ich sammle unten Materialien und bring alles wieder mit. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie mal lebend da unten ankomme. So. Ja, was ist jetzt hier mit, gar keine Luftblase. Ja, die wird sich schon gleich wieder generieren, denke ich mal. Oh cool, da ist gerade der zweite Baum gewachsen. Klick mal kurz das Teil unten an, wie viel er jetzt generiert. Das sah aber echt verboten aus, wo ich eingeschlagen bin, Alter. Wie viel? 140 ist gut. 140. Space war das, ne? Zum langsamer Landen.